Moin Leute, willkommen im Bruderland. Wir haben jetzt Juli, der Juni ist rum. Es war wieder ein sehr sonnenertragsreicher Monat für mich. Und es hat mal wieder Zeit für so das kurze Update, wie es denn so meinem Balkonkraftwerk geht und was es so für Neuerungen gibt. Vielleicht wieder grundlegend zum Setup. Mein Balkonkraftwerk ist immer noch auf meiner Garage. Zwei 380 Watt Module mit einem AP Systems Wechselrichter und das Ganze ist montiert auf zwei Valkbox 3 und Strom messen tue ich dann quasi mit einer Shelly Plug, die bei mir im Wohnzimmer hängt, wo dann quasi das Außenkabel reingeführt wird. An dem Setup hat sich jetzt nicht so viel geändert. Der einzige Unterschied ist jetzt, ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert mit der Lage von den Panels und ich habe jetzt auch mal testweise die beiden Panels parallel an einem Anschluss vom Wechselrichter geschlossen. Einfach mal, um zu gucken, was das für eine Auswirkung hat. Und unter dem Gesichtspunkt, ich bekomme morgen ein neues Panel. Also ich werde dann in Zukunft da drei Panels dran haben, wo dann zwei parallel geschaltet sind und eins direkt am Wechselrichter dranhängt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das bemerkbar machen wird. So viel kann ich jetzt schon sagen, diese Parallelschaltung hat den Vorteil, dass ich morgens und abends immer so ein bisschen mehr Strom hatte. Also da schafft es wohl das Panel in der Parallelschaltung irgendwie die passende Spannung irgendwie aufrecht zu halten. Und dafür hat man dann halt nicht mehr diese Peaks, weil quasi dieser eine Eingang vom Wechselrichter dann halt irgendwie auf 310 Watt begrenzt ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, da mache ich nochmal ein gesondertes Video. Wie sieht es denn mit der Ertragslage aus? Wir hatten ja letzten Monat 113 Kilowattstunden, die das Balkonkraftwerk geschafft hat. Und diesen Monat sind wir bei 131,3. Also fast 20 Kilowattstunden mehr, was schon mal schön ist. Und das, obwohl ich die letzten Tage des Juni so ein bisschen experimentiert habe mit der Lage, der Position und auch mit dieser Parallelschaltung. Also da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen, aber ich bin damit ganz zufrieden. Wenn man das so vergleicht mit dem, was ich tatsächlich verbraucht habe, und da sind wir immer noch bei über 80% Eigenverbrauch und nur 19, irgendwas Prozent sind tatsächlich dann irgendwie eingespeist worden. Ne? Also quasi kostenlos ins Netz zurückgelaufen. Unabhängig davon waren es trotzdem über 42 Euro, die ich jetzt dadurch gespart habe, was auf jeden Fall eine schöne Zahl ist. Und ich bin mal gespannt, wie lange das noch so gehen wird und bis es dann langsam wieder runter die Kurve geht. Ne, so, ich vermute mal so spätestens Ende September, Oktober wird dann das ein bisschen schlechter laufen. Aber das bleibt spannend und wie gesagt, ich erhoffe mir ja mit dem neuen Panel, das ich dazulege, dass ich da länger den Peak erhalten kann und vielleicht erleben wir ja auch dieses Jahr nochmal diese 800 Watt Umstellung. Dann muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal einen neuen Wechselrichter zulegen, aber es bleibt spannend. Ja, soviel zu meinem kurzen Balkonkraftwerk-Update. Ich hoffe, das Video ist interessant für euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, warum ihr euch diese Videos anschaut, ob ihr selber mit dem Gedanken spielt, euch ein Balkonkraftwerk zu holen oder ob ihr einfach ein bisschen Vergleich haben wollt, ob euer Balkonkraftwerk denn gescheit liefert. Euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss, tschüss.